Nach vielen Monaten des Stillstands, pandemiebedingt, ist dieser Herbst für die Albertina heiß. Jede Woche eine neue Ausstellungseröffnung nach American Photography und Hubert Scheibel folgt heute Egon Schiele. In einer Woche eröffnen wir Amadeo Modigliani, die große Retrospektive in der Albertina, und noch einmal 14 Tage später in der Albertina Modern hier die große Ausstellung zur Kunst der 80er Jahre. Genau in der Mitte zeigen wir jetzt Egon Schiele und die Folgen. Eine Ausstellung, die schon aufgrund des Titels wie aufgrund des Ausstellungsortes verblüffen mag. Der Titel, er zeigt die Konsequenzen, die Folgen, die Einflüsse von Egon Schiele, aber nicht die auf seine Zeitgenossen oder auf seine unmittelbare Nachfolge, sondern auf die Generation der Künstler, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945 tätig waren. Und damit bin ich bei der zweiten Erklärung für das überraschende Phänomen, dass Egon Schiele überhaupt in der Albertina Modern gezeigt wird. Wir wollen hier bewusst den Schritt zurück in die klassische Moderne, in den Frühexpressionismus Österreichs machen, um zu zeigen, wie sehr die Kunst in dieser Zeit vom 29. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein Kraftwerk für die Kunst unserer Zeit geworden ist. Das Selbstbildnis hat eine große Tradition, bereits in der Antike. Das Mittelalter kennt das Ich nicht. Das kennt nicht den Subjektivismus und damit auch nicht die Gattung des Selbstbildnisses. Erst zum Ausklang des Mittelalters, mit der beginnenden Renaissance im späten 15. Jahrhundert, taucht das Selbstbildnis wieder auf und die Albertina ist in der glücklichen Lage, das erste abendländische Selbstbildnis zu besitzen, das des 13-jährigen Albrecht Dürer. In den folgenden Jahrhunderten dominieren ganz wenige Aspekte im Selbstporträt. Meistens zeigt sich der Künstler aufgrund seines gehobenen Status als Bürger, fast als Fürst wie Peter Paul Rubens, oder er zeigt sich bei der Arbeit als Künstler. Aber er schlüpft nicht in die vielen anderen Identitäten, die uns das gesellschaftliche Leben abzwingt. Mit Egon Schiele ändert sich das radikal, plötzlich und tiefgreifend. Nicht einmal Rembrandt, der andere ganz große Vorläufer von Egon Schiele, was die Anzahl und die Bedeutung des Selbstporträts betrifft, kommt hier an das heran, was Egon Schiele macht. Es ist nichts Geringeres als eine völlige Neuerfindung des Selbstporträts aus dem Thema der Inszenierung heraus. Wir erwarten von einem Selbstporträt eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Was bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist mein Stellenwert in der Gesellschaft? Was ist mein Beruf? Was ist mein Selbstverständnis, meine Identität? Wer mit diesen Fragen bewaffnet vor die Selbstporträts von Egon Schiele tritt, die wir hier über 20 Meisterwerke zusammenführend präsentieren, kann leicht in die Irre geführt werden. Man sieht einen onanierenden Künstler, man sieht einen rachitischen Künstler, man sieht einen Heiligen, man sieht einen, der dem franziskanischen Ideal der Armut folgt. Man sieht einen Ehemann, der im Kleid des Todes wie eine Puppe in den Armen seiner geliebten Frau ihre Liebkosungen nicht erwidern kann. Man sieht verschiedene Möglichkeiten, die wahrscheinlich der Mensch hat, die über ihn letzten Endes auch vielleicht bestimmen können. Wie kommt das und was davon wird für die Kunst nach 1945 entscheidend? Es ist die Bildnerei der Geisteskranken, die fotografische Dokumentation von Geisteskranken, von Hysterikerinnen, die in der Salpêtrière in Paris unter dem berühmten Nervenarzt Charcot gemacht worden sind, die eine der entscheidenden Inspirationsquellen von Egon Schiele ist. Über ihn selbst haben seine Zeitgenossen gesagt, dass er immer sehr proper angezogen war. Er war stolz auf seine Hemdkrägen, die er besonders geschickt aus weißem Karton sich geschnitten hat. Über ihn haben sie gesagt, dass er höflich, zurückhaltend, auch eine gewisse Scheue hat. Und hier tritt er vor uns, bloß, nackt, mit verrenkten Armen, mit einer Physiognomie, die nicht zur Gestik passen möchte, mit einer Mimik, die geradezu konträr steht zu dem, was die Körpersprache erzählt. Und diese vielen Identitäten, die hier der Mensch annehmen kann, die haben plötzlich nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, nach dem Zusammenbruch der Zivilisation, Künstler wie Arnulf Rainer,
wie Günter Brus, aber auch wie Maria Lasnik und viele andere inspiriert zu den Erforschungen des Abgrundes unserer Seele. Egon Schiele und die Folgen erzählt davon. Sie bringt dabei Künstler und Künstlerinnen zusammen, die zum Teil heute jeder kennt, wie Bali Export oder Arnulf Reiner, wie Maria Lasnik, Georg Baselitz oder Cindy Sherman und andere Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht nicht jedem mehr vertraut sind. Eine meiner Lieblingsarbeiten stammt von Karin Mack, die dieses Selbstverständnis, Frau sein zu müssen und damit ein ganz bestimmtes Rollenbild, das der Hausfrau erfüllen zu müssen, thematisiert an einem Bügeltisch, der langsam sich verwandelt zu ihrer Totenbahre. So erzählt diese Ausstellung nicht nur anhand dieser Meisterwerke von Egon Schiele, wer wir sind und wer wir manchmal sein können und wer wir manchmal sein müssen oder gar nicht wagen zu denken, dass wir es sein könnten, zu denjenigen, die aus diesem Fundus schöpfen. Sie ist eine der reichhaltigsten, eine der spannendsten Ausstellungen, die Albertina je gemacht hat, weil sie tatsächlich unsere Zeit fundiert in der großen heroischen Zeit des Wien um 1900 und beweist, wie sehr wir heute nichts anderes als die Kinder dieser großen Ahnen sind. Meine Damen und Herren, es ist gar nicht so entscheidend, ob Sie in der Albertina Modern nur die Gegenwartskunst erwarten und uns besuchen, um Elke Christoffek, Maria Lasnik, Georg Baselitz oder Wally Export, Cindy Sherman oder einige der anderen großen Künstler und Künstlerinnen unserer Zeit studieren wollen. Sie werden dann plötzlich sehen, wie die klassische Moderne letzten Endes das Fundament für das Verständnis unserer Gegenwart ist. Und wenn Sie kommen, um einen ganz großen Künstler der klassischen Moderne des Wien um 1900, des Expressionismus zu studieren, dann wird es Sie sicher magnetisch, so wie mich auch, weiterziehen in unsere Zeit, in der wir leben, in der wir versuchen, Halt zu finden. So eine Ausstellung kann dabei helfen. Diese Ausstellung ist kuratiert worden von Elisabeth Dutz und sie wird Sie jetzt durch diese Ausstellung führen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, wie natürlich auch dann zum Besuch der Albertina Modern und Egon Schiele und die Folgen. Herzlich willkommen bei der Ausstellung Schiele und die Folgen. Die Ausstellung beginnt mit Schieles bahnbrechender Neuinterpretation der Kunstgattung Selbstporträt. Es ist das Jahr 1910, ein ganz wichtiges Jahr in Schieles Werk. Es ist die Wende in seinem Stil. Bis 1909 war er der Kunstgattung der Wiener Sezession, dem Schönheitsideal der Sezessionskunst verschrieben. Er selbst sagt: Bis März bin ich durch Klimt gegangen und ich weiß heute, ich bin ein ganz anderer. Wir sehen das hinter mir. Die Zeichnungen zeigen Selbstporträts, die völlig aus dem Lot geraten sind, aus der Mitte. Nichts ist mehr gerade, alles ist schief, die Schulter ist hochgezogen, das Lid wird heruntergezogen, der Kopf ist geneigt. Wir sehen ganz unnatürliche Hand- und Armstellungen. All das ist etwas, was es damals als Selbstporträt in der Form einfach noch nicht gegeben hat. Wie kommt Schiele dazu, sich so darzustellen? Er beginnt, sich hässlich darzustellen. Er beginnt, in Rollen zu schlüpfen. Es ist das Theatrale, das ihn interessiert. Er möchte nicht psychische Zustände oder geistige Zustände dokumentieren, sondern er möchte sich ausprobieren. Er möchte in Rollen schlüpfen und dazu bedient er sich auch seiner eigenen Nacktheit. Das ist etwas noch nie Dagewesenes, ein Akt Selbstporträt. Er probiert sich aber auch als Dandy aus. Er hat das Gefühl, ein Künstler steht über den anderen Menschen. Ein Künstler ist etwas Nobles. Er inszeniert sich mit einer Aureole, einem Heiligenschein. Das Heilige der Kunst.
Er ist bitterarm. Sein Vater war gestorben 1914, als Schiele genau 14 Jahre alt war. Er ist an Syphilis gestorben und hat die Familie in Armut hinterlassen. Viele Jahre der geistigen Umnachtung waren dem vorangegangen. Es ist etwas, das Schiele ganz stark prägt. Auch hier sehen wir in der Zeichnung, er hat sich auch für psychisch Kranke interessiert. Er ist in Spitäler gegangen, hat sich Dokumentationsfotos von Hysterikerinnen von der Salpêtrière in Paris angeschaut. Er hat gesehen, die Handbewegungen, die Armbewegungen, alles, was aus dem Lot geraten ist, und übernimmt das in seine Selbstporträts. In der Ausstellung sehen wir eine Fülle dieser ganz unterschiedlichen Rollen, in denen er sich inszeniert. Wir sehen ihn in der kurzen Tunika des frühen Franziskus, von dem er sehr fasziniert ist, von seinem Armutsidealen. Er selbst fühlt sich dem sehr nahe. Er ist bitterarm, hat kaum Geld zum Essen, wird nicht unterstützt, muss sich alleine durchkämpfen und erhebt diese Armut auch gleichzeitig zum Ideal. Wir sehen in dieser Ausstellung auch Werke, wo er sich als Doppelselbstbildnis zeigt. Wir sehen ihn als Gefangenen. 1912 muss er 24 Tage in eine Kellerzelle in Neulenkbach. Er wird verdächtigt, eine Minderjährige verführt zu haben. Und in dieser Zeit entstehen die berührendsten und intimsten Selbstporträts, die wir von Schiele kennen. Hier ist das Theatrale weg. Hier ist der Mensch, der Panik hat. Er weiß nicht, wie das ausgehen wird. Es droht ihm eine Verurteilung, die allerdings dann in sich zusammenbricht. Er wird dann nur wegen ungenügender Verwahrung erotischer Akte verurteilt. Wir zeigen Ihnen 23 Selbstporträts von Egon Schiele. Die Ausstellung heißt aber Schiele und die Folgen. Das heißt, Schieles Werk war nicht folgenlos. Seit 100 Jahren werden Künstlerinnen und Künstler davon inspiriert und berührt. Und diese Werke, alle aus der Sammlung der Albertina, wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Hier befinden wir uns jetzt mitten im Wiener Aktionismus. Der Wiener Aktionismus ist ein Phänomen der österreichischen Kunstgeschichte, das weltweit international anerkannt ist und Furore gemacht hat. Günter Brus zum Beispiel hat zuerst seine aktionistische Malerei auf Leinwand gemacht und ist dann aus dieser Leinwand herausgetreten in den Raum und hat den Körper zum Bildträger gemacht. Er beginnt, sich selbst zu bemalen. Wir zeigen von ihm Ausschnitte einer 20-teiligen Serie, die sich Selbstbemalung, Selbstverstümmelung nennt. Hier geht es darum, dass er sich selbst eine Narbe, die eigentlich seinen Kopf optisch spaltet, zumalt. Wir sehen Messer, Scheren, Äxte, all das erinnert an Gewalt. Er bemalt sich immer mehr. Und schließlich zum Schluss sehen wir, wie der Kopf vollkommen in einer Alufolie verhüllt ist und er das aufreißt. Und dann beginnt der Kreislauf von neuem. Wally Export zählt heute zu einer der wichtigsten Vertreterinnen des Wiener Aktionismus. Das war damals ganz und gar nicht der Fall. Sie musste lange kämpfen um Anerkennung und hat auch immer wieder aufmerksam gemacht auf die Bedeutung der Künstlerinnen. Sie selbst sieht Kunst nicht als Gegenentwurf zur Realität, sondern sie möchte, dass die Realität mit subversiven Mitteln
verändert wird oder mit anderen Mitteln gesehen wird. Und dafür kämpft sie. Sie setzt in ihren Performances ihren Körper wirklicher Gefahr aus, versucht Besucher zu irritieren, indem sie sie mit ihrer direkten Nacktheit konfrontiert, um den Besuchern oder den Zuschauern zu signalisieren, es ist etwas anderes, wenn ich etwas nur in einem Film sehe, auf einem Foto sehe, als wenn ich jetzt der Person tatsächlich gegenüberstehe. Sie lässt sich ein Tattoo in ihren Oberschenkel tätowieren. Es ist ein Strumpfband, ein Signal, ein Branding und die Erinnerung an etwas, was Frauen früher für Rollen zugedacht waren. Arnulf Rainer ist ein ganz ein Radikaler. Und dieser Radikalismus des Wiener Aktionismus hat auch mehr mit Egon Schiele zu tun, als man gemeinhin annimmt. Schiele war sehr radikal in seiner Nacktheit, in seiner Hässlichkeit, in der Darstellung psychischer Zustände. Der Wiener Aktionismus ist radikal im Umgang mit dem Körper. Die Künstler verwenden ihren Körper als Bildträger, als Objekt in Performances, in Aktionen. Und auch Arnulf Rainer, einer der Ahnherren des Wiener Aktionismus, hat immer wieder neue radikale Wege in seiner Kunst gesucht. Er war in den 50er Jahren in Paris, hat sich dem Informell zugewandt und hat dann in den 60er Jahren sich einmal beobachtet im Spiegel, was er für Grimassen schneidet und mit welchen Gefühlsausbrüchen er seine Kunst betreibt. Und hat sich gedacht, ja, das muss ich auch irgendwie thematisieren und zur Kunst machen. Und er hat dann hunderte Automatenfotos am Wiener Westbahnhof gemacht, hat die vergrößern lassen und hat begonnen, die zu übermalen. Und hat da seinen ganzen Zorn und seine Unzufriedenheit mit sich selbst, hat er da rausgelassen, um etwas zu verbessern. Und er hat gesagt, das war für ihn dann keine Zerstörung, sondern er hat es verbessert und korrigiert. Diese Automatenfotos, diese vergrößerten Automatenfotos, die er zerkratzt, übermalt, bearbeitet, die nennt er Face Faces. Gleichzeitig hat er dann von anderen Fotografen große Fotos herstellen lassen von sich, wo er auch zum Beispiel kniet, wo er liegt in verschiedenen Posen, grimassierend mit Verrenkungen. Das sind die Body Poses. Auch hier zerkratzt er, übermalt er, greift direkt ein und verändert sich und verbessert sich. Sie sehen, wir finden hier im Wiener Aktionismus viele Elemente, die es auch bei Egon Schiele gegeben hat. Die Radikalität, der Schmerz, die Nacktheit, die psychischen Zustände. Aber unsere Ausstellung zeigt nicht nur Radikalität. Wir zeigen unterschiedliche Positionen verschiedenster Künstlerinnen und Künstler und wie sie damit umgehen, wie sie sich selbst sehen, wie sie sich selbst inszenieren, wie sie selbst Porträts machen. Da gibt es eben einerseits die Radikalität und andererseits auch ganz stille Positionen und die möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Maria Lasniks Body Awareness Bilder sind auch radikal, radikal neu, aber auf eine sanfte Art. Maria Lasnik möchte ihre innersten Gefühlszustände zu Papier bringen und überlegt sich, wie sie das am besten kann. Sie setzt sich, wie sie sagt, Sehkrücken auf, verschließt ihre Augen, horcht in sich hinein, um die Punkte zu finden in ihrem Körper, eine gewisse Druckstelle, eine gewisse Sensation der Fülle oder der Leere und überträgt das aufs Papier. In New York in den 70er Jahren kommt sie mit dem Film in Kontakt, dreht Filme und wir sehen hier zum Beispiel eine Zeichnung, eine vierteilige Zeichnung wie ein Comicstrip, wo sie ihre eigene Ermordung darstellt. Wir sehen von ihr auch
verschiedenste Werke aus dem Alter, wo sie darüber nachdenkt und bedauert, nie Mutter gewesen zu sein. All diese Gefühle und diese Verletzlichkeiten zeigt sie uns in ihren Selbstporträts. Cindy Sherman, die Sie hier hinter mir sehen, ist eine amerikanische Fotokünstlerin, vor allem bekannt durch ihre Untitled-Filmstills, wo sie in Rollen schlüpft, sich inszeniert, auch hier wieder der Connex zu Egon Schiele. Sie inszeniert sich und sagt, ich kann in meiner Kunst verschwinden. Und das ist tatsächlich so. Sie ist nicht zu erkennen. Begonnen hat alles, als sie ein Kind war und von ihrer Urgroßmutter Kleidung aus den 1920er Jahren geschenkt bekommt. Und sie beginnt sich zu verkleiden und probiert Posen aus vor dem Spiegel. Und das perfektioniert sie dann in ihrer Kunst. Hinter mir sehen Sie ein Werk aus ihrer Serie der Modefotografien, in dem sie sich verkleidet, andererseits aber auch dieses Schönheitsideal der Werbung und dieser Picture Generation bricht, indem sie sich auch hässlich zeigt. Auf der anderen Seite hinter mir sehen Sie ein Werk von Adriana Cernin, eine Buntstiftzeichnung, mit sehr vielen Dekorationen. Es ist sie selbst, die in der Mitte der Zeichnung zu sehen ist. Sie ist das eigene Modell für ihre Werke. Auch sie denkt dabei an Egon Schiele in ihren Posen und überzieht das mit einem Ornament, von dem man nicht weiß, ist es ein Netz, in dem die Frau gefangen ist, oder ist es etwas, womit sie sich schmückt. Und genau das interessiert Adriana Cernin. Es ist dieser Moment einer Bewegung, wo man nicht weiß und nicht unterscheiden kann, ist es Schmerz, ist es Lust, ist es positiv, ist es negativ. Die Selbstporträts von Jim Dine entstehen über viele Jahrzehnte. Parallel zu seinen anderen Werken hat er immer ein Selbstporträt in Arbeit. Und das Erstaunliche dabei ist, sie haben alle denselben Ausdruck. Jim Dine geht es nicht darum, einen psychischen Jetzt-Zustand darzustellen. Er erzählt auch, dass er oft angesprochen wird auf seine Selbstporträts und gesagt wird, ja, sie schauen da so grimmig aus, sie sind ja eigentlich ein ganz netter Mensch. Ihm geht es einfach um die gute Zeichnung. Das ist ihm das Wichtigste. Es geht ihm nicht darum, nett auszusehen auf einer Zeichnung, auf einem Selbstporträt. Ein Künstler, der von sich aus sagt, alle seine Werke sind Selbstporträts, egal was er zeichnet, ist Georg Baselitz. Denn alles, was wir auch betrachten, ist eine Reflexion unserer selbst. Und so sind auch seine Werke zu sehen. Wir zeigen hier Zeichnungen, bei denen er an Edvard Munch erinnert, mit den großen Schuhen. Das ist eine Referenz auf ein Foto, das Edvard Munch in seinem Atelier zeigt, wo aber die Füße fehlen. Georg Baselitz ergänzt sie in seinem Selbstporträt. Andere Zeichnungen zeigen die abgewinkelte Armhaltung von Egon Schiele, auch so. Das ist etwas, was bei Georg Baselitz ganz oft vorkommt und auch er denkt an Egon Schiele dabei. Zwei weitere wichtige österreichische Positionen stammen von Erwin Wurm und Elke Christoffek. Erwin Wurm zeichnet ständig und das ist etwas, wo er sagt, das ist die direkteste Kunst, das ist etwas, wo nichts zwischen dem Papier und ihm selbst ist. So bringt er auch viele Selbstporträts zu Papier. Er ist jemand, der seine Umwelt ironisch betrachtet und sich selbst davon auch nicht ausschließt. Hier sehen wir wunderbare Zeichnungen von Erwin Wurm in den unterschiedlichsten Techniken. Bleistift, Aquarell, Buntstift und immer das Ironische, aber auch etwas sozusagen die eigene Hinfälligkeit demonstrieren. Davor scheut er sich nicht zurück.